Ich stehe im Regen und warte, dass es hier losgehen kann. Die Augen auf. Die Erde Ja, wartet. Freunde, hallo. Herzlich willkommen zur Regenfolge. ja, ich bin immer noch hier oben und versuche die zwei zu kriegen. Aber ich habe mir gerade gedacht, ich kann mir mal hier so ein paar Verbesserungen angucken. Und mal sehen, was wir da haben, ne? Da haben wir einmal Gift. Drücke R1, um Gift in die Krogfässer zu geben. Ja, die trinken das und dann kippen wir um. Ja, was habe ich? Ich habe 7 Punkte. Kosten die jetzt immer nur einen Punkt oder steht da irgendwie nicht, ne? Könnte man die vergiften und dann wenn die was trinken? Ja. Was haben wir denn hier? Schattenangriff. Ich kann mich zum Feind teleportieren. Ja, wenn einer alleine wäre, oder vielleicht zwei. Aber bei so einer ganzen Horde braucht man das nicht unbedingt. Ja, mal sehen. Geisterblitz. Puff. Werden halt die Gegner betäubt. Ja, betäubt, aber das hält nicht lange an. Karagorjäger. Das können wir mal machen. Dann können wir auf der Tier versuchen, mal auszuweichen, dann auch halt töten. Das nehmen wir. Wobei das ja noch nicht freigegeben ist. Sehe ich auch gerade. Wieso ist das noch nicht freigegeben? Das geht auch noch nicht. Müssen wir erstmal hier oben irgendwas machen, damit es nach unten geht, oder? Muss ich mal gucken. Drauf reiten und das wäre so, das wäre doch gut. Wenn wir die reiten können und so. Können wir jetzt das hier trotzdem nehmen, dass wir den vielleicht auch mal töten können. Falls es nicht anders geht. Nee. Wir müssen die. Genau. Hauptaufträge müssen wir machen, um das freizugeben. Okay. Dann machen wir erstmal Hauptaufträge. Nee, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Hier haben wir 650. Können die Gesundheit erhöhen? Das können wir machen. Für 320 einmal Gesundheit. Ja, 330, das kostet 640. War toll. Das kostet 370. Haben wir auch zwei mehr. Ja, aber da müssen wir doch erstmal vielleicht noch einiges sammeln. Ja. Für mein Schwert in der Rune. Aber wo habe ich denn Rune? Kann man das denn irgendwo sehen, wie viel man da hat? Ich weiß das nicht.
Ich lasse das erstmal. Okay. Haben ein bisschen mehr Energie. Naja, 20 Punkte. So, auf geht's. Ach, die sind dahinter. Hab gehört, wir würden zum Schwarzen Tor marschieren. Je schneller, desto besser. Waldläufer, ich kenne deine Tricks. Umzingelt ihn! Ja, genau, umzingelt mich. Ja, was kannst du? Dumm reden, ne? Ja, komm du da raus und kämpfe. Hast du das gesehen? Ich glaube nicht. Boah, was ist denn mit der Kamera los, ey? Ich drehe die immer wieder gerne irgendwo hin, wo ich das gar nicht so hinhaben will. Aber gut, was war's. Das Problem kennen wir ja. Ist hier einer? Nein, der ist keiner. Wow. Und wieder einer von oben. Nein, ihr seid unter mir. Versucht das doch mal. Darauf habe ich gewartet. Auf was? Auf den Bus? Das sind auch wieder viele. Ich bin doch auch nur einer. Den könnte ich auch nur einer sein. Hallo, guck mal hier. Nee, da liegt er ja schon. Die Tapferkeit der Menschen. Warte mal. Guck mal. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich kann doch sehen, was ihr könnt. Ihr könnt gar nichts. Ein ebenbürtiger Gegner. Warum seid ihr denn immer gleich da 100 Leute oder was da? Also 100 Gegner. Ich bin alleine. So. Keiner wird dich retten. Kannst mit mir.
Hui. Zack. Kennt ihr den schon? Da kannst du eh mal wieder nicht ein Stück laufen, das ist auch komisch. Nein, ich bin hier. Nächstes Mal, Waldläufer. Nächstes Mal kriege ich dich. Na, wo seid ihr denn jetzt? Da. Gucke mal, wer da von oben kommt. Verschmettert sein Gesicht. Und wieder einen Punkt erhalten. Was dagegen, wenn ich mal eben kurz hier weglaufe? Nee, ne? So. Da hast du unten den Freigang sozusagen. Und dann hüpft er noch ein extra hoch. Schleicht da jemand umher? Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Ihm nach! Da oben! Wie kann er nur so weit springen? Zerschmettert ihn! Direkt vom Himmel! Oh, immer noch 50 oder so. Schrei doch nicht so. Also ich hab doch, ey, das ist doch wohl nicht wahr, ey. Das bringt mir vielleicht gleich noch eine Beförderung. Dass du da nichts machen kannst, ey. Nur einmal kurz falsch drücken und schon geht das nicht mehr, ey. Mann. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Das gibt es nicht, ey. Die zwei kriegst du nicht, ey. Kann doch nicht wahr sein, Mann. Du siehst noch mal nach dem Turm hin, denn da war noch was Gelbes. Das ist echt komisch. Was denn jetzt? Hä? Da war doch ein Geräusch. Wer hat den denn getötet? Verstehe ich es nicht. Oh, Alter.
Nein, geht nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hasse jeden einzelnen von euch, Mann. Oh. Ich glaube, der will nur spielen. Ich glaube, der. Alter, wie kommt der denn hier hoch? Was ist denn mit dem los? Ja, guck so, ne? Komm her, Barbie, komm. Gut, wenn der nicht will. Da ist der! Wer denn? Ups, nein, da habe ich nicht hin. Warte mal. Gut, die gelben, die mit dem Schloss, die kann man so einzeln nicht machen. Informationen. Wo zeigt der denn hin? Was sind denn das immer für Einspieler? Vorher war das nicht als Boss, sag ich mal, gekennzeichneter, markiert? Ja, ist er entkommen, klar. Das verstehe ich nicht. Denn auf einmal läutet irgendwo ein Gegner auf, da als Boss, und dann kommst du nach dir nicht hin. So. Scheiß auf Information. Der nächste ist dann da. Mal gucken. Was ist denn mit dem mal? Der ist da unten drin. Wow. Hoppa. Ja. Halt. Ach so, das war. Ach, der liegt da. Ja, ist egal. Der kümmerliche. Naja. Gut, wir brauchen gelbe Aufträge oder sowas in der Art. Die gelben hier gehen nicht. Aber das muss gehen. Markiert. Da ist ein Turm, den hat, das ist gut. Schnellreise. Hui, ich bin Superman. Oder vielleicht auch nur ein Vogel. Egal. Wir machen jetzt mal hier was Gelbes.
Der Geist von Mordor. Okay, nehmen wir den Auftrag mal an. Drei, zwei, eins. Da fliegt nicht irgendwas. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Redback dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein! War nur Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er dann gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Ja gut. Und weiter geht's. Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Den Waldläufer nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Mein Schwert ist mir vergesst den Abschaum!
und stellt euch mir, Uruks! Jagd ihn! Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter! Ich reiße den Kampf an! Stell dir die ganzen Leichen als Gorath vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorath will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorath büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Gorath hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorath ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Okay. Ja, wie lange dauert das noch? Ich weiß es nicht. Bis wir hier durchkommen mit denen. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt mal. Manchmal ein bisschen früher Schluss, da ich jetzt nicht weiß, wie lange das noch dauert, mit denen da durchzukommen und so weiter. Ich würde sagen, ob wir jetzt durchkommen oder nicht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Andi sagt wie immer, ciao, ciao, bye bye und mach es gut. Bis zum nächsten Mal.